herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ereny, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz, und es freut mich, dass du heute dabei bist. Denn heute geht es ja um ein tolles Bestseller-Thema schlechthin, nämlich Sex. Ja, nicht 666, wie, oh Gott, der Antichrist kommt oder die Welt geht unter, sondern wie Sex in der Sexualität. Allerdings auch nicht jetzt der rein physische Akt, sondern ein bisschen der energetische Hinterbau. Und ich möchte etwas darüber erzählen, was mir so in meiner Praxis begegnet und vor allem an männlichen sexuellen Problemen. weil die Männer offensichtlich ein bisschen mehr Probleme haben, über die Sexualität zu sprechen als die Frauen. Grundsätzlich, Disclaimer, das ist jetzt kein sexistisches Video, wo ich sage, die einen haben es besser als die anderen. Ich finde, es gehört generell in der Gesellschaft da ein bisschen klarer manches formuliert, und ich merke immer noch ein ganz hohes Schamgefühl, wenn es um das Thema Sexualität geht. Und ich werde auch mit ganz vielen Fragen oder Männerthemen konfrontiert. Der Unterschied, den ich ganz klar merke zwischen weiblichen Klientinnen und Männern, die dann kommen mit sexuellen Themen, ist, dass die Frauen das relativ klar formulieren am Anfang, und ich bei den Männern immer, das wird immer umschrieben und nie direkt angesprochen. Da wird dann geredet von, ach, ich bin immer so müde oder mich freut viel nicht. Wenn man aber dann sagt, okay, wie schaut es mit der Potenz aus, dann sage ich, ja, genau das ist es. Ja, das ist das Problem. Also da wird oft so herumgenudelt in dem Begriff, und genudelt, no pun intended. Aber ich denke, es ist Zeit, dass man da ein bisschen offener darüber spricht und klarer darüber spricht, und vor allem auch aus der energetischen Sicht. Denn Sexualenergie, Sexualität, und das hat zuerst jetzt einmal gar nichts mit Sex zu tun, also streich das einfach mal raus. Also der Geschlechtsverkehr streichen wir da jetzt mal weg. Da geht es grundsätzlich einmal um einen Funken, um eine Energie, um eine Vitalität im Menschen. Und diese Vitalität ist eben so Nabelchakra, so Wurzelnabelchakra haben da damit zu tun. Und das ist ja grundsätzlich auch so dieses Zentrum für Lebenslust, Leichtigkeit, Freude. Und wenn ich keine Lebenslust empfinde, dann werde ich auch sexuell keine Lust empfinden. Und was mir da auffällt jetzt, vor allem eben bei männlichen Klienten, ist oft, dass die Männer ein völlig verdrehtes Bild von Sexualität haben. Ein Riesenthema ist das Tempo. Also ich weiß nicht, wo das herkommt, vielleicht aus der Pornografie oder aus den Bildern, wann die Männer in Rudeln am Stammtisch beieinander sitzen, dass die glauben, okay, das ist, die Sexualität wird so eingeschaltet und alles muss stehen und gehen und los geht's. Viele Männer haben überhaupt kein Gespür, dass die ein Vorspiel bräuchten. Der zweite Tipp, wenn es nicht so läuft wie geplant oder nicht so steht wie geplant, dann liegt das oft, also liegt es auch oft am, wie gesagt, am Rhythmus, am Tempo. Das ist Teil 1. Und Teil 2 ist dann, passt ihr partnerschaftlich zueinander? Passt du zu der Frau, mit der du gerade schlafen willst? Denn der Punkt ist ja folgender: Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt gerade da beim Fortgehen jemanden aufgerissen und ich kenne die Person gar nicht so, ist auch die Frage, vibet ihr gut miteinander? Also kann das gut harmonieren auf der sexuellen Ebene? Denn auch das ist eine Frage. Nicht jeder passt gut, gleich gut mit jedem zusammen, zum Glück. Ja, da gibt es einfach, wenn man sich das schon anschaut, wie passt das auch körperlich zusammen, wie harmoniert man körperlich, wird auch schon wieder der Möglichkeitswinkel von wer bleibt liegen oder wer läuft nicht gleich weg, dann wird das schon wieder relativ eingeengt, und deshalb einfach einmal schauen, ja, wie harmoniert das. Der dritte Punkt bei der männlichen Sexualität, der mir eben auffällt, ist so diese Kommunikationsschwäche. Frauen sind besser im Kommunizieren, da brauchen wir gar nicht darüber reden, das ist ganz klar. Frauen kommunizieren mehr und besser und anders als Männer. Der Dialog, die Kommunikation, die offene, ehrliche Kommunikation über Ängste, über Sehnsüchte, über Sorgen, das Reden über die Sexualität, was jemandem gefällt oder nicht gefällt, auch das kommt viel zu kurz bei der männlichen Energie. Und deshalb ist es einfach wichtig, auch da mehr eine Gesprächskultur reinzubringen.
Das wären so meine drei Tipps für das Handling der Männer mit ihrer Sexualität. Und zum Abschluss möchte ich noch ein Bild mitgeben. Vielleicht kennst du die Nibelungensage. Da erschlägt ja Siegfried den Drachen. Und der Drache oder die Schlange ist immer ein Zeichen, ein Symbol für die Sexualität schon gewesen. Und wenn man das so ein bisschen deutet, dass man sagt, Siegfried erschlägt den Drachen, was passiert dann? Er kommt dann danach zur Walküre, zur Brunhilde und erobert quasi das Herz. Das ist das Symbol, er hat seine Sexualität im Griff. Das heißt, er ist nicht zu impulsiv, er ist nicht zu drängend, er hat seine Sexualität im Griff, er hat sie gezähmt und dann kommt er eben zur Frau. Und das sollte ein, finde ich, gutes Bild sein, dass ich sage, beschäftige dich mit dieser Energie, wo fließt sie hin? Und Sexualität, noch einmal, hat nichts mit dem Geschlechtsakt an sich zu tun. Das ist ein kleiner, klitzekleiner Aspekt dieses energetischen Stroms. Das ist Lebenslust, Lebensfreude, Inspiration. Wieder mehr ja, am Leben teilnehmen, neugierig sein, auf die Suche gehen. Da sind so viele Aspekte drinnen in dieser Energie, als nur jetzt der Geschlechtsakt. Und das ist, wie gesagt, nur das geringste Ding. Und deshalb ist es wichtig, dass du diese Energie für dich wieder aktivierst, ob Mann oder Frau. Und wie gesagt, redet drüber, liebe Männer, mit euren Partnerinnen über die Sexualität. Nicht jedes Weibchen, nur weil sie sagt, okay, ich komme mit dir mit, ist die geeignete Partnerin. Und das Dritte ist, achte auf deinen Rhythmus, vielleicht brauchst du auch einfach ein Vorspiel, vielleicht musst du dich mal mehr entspannen, dass es leichter geht. Und das geht dann auch ohne Alkohol. Da geht es nur mal darum, mit der Partnerin einen ruhigen Raum zu schaffen, auch energetisch zu schaffen, um sich fallen zu lassen. Ja, das waren meine Tipps für die Männler und die männliche Sexualität. Ich bin über deine Meinungen gespannt oder deine Erfahrungen gespannt. Schreib es mir in die Kommentare. Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Übrigens, kommenden Sonntag habe ich in Linz ein Seminar, Öffnen des dritten Auges. Geht es ein bisschen in die andere Richtung, aber es ist ein cooler Kurs, da habe ich noch Plätze frei. Vielleicht sehen wir uns. Ciao.